Heute ist mein allererster Unitag. Ich bin richtig aufgeregt. Das ist jetzt mein Frühstück. Ich bin aufgesetzt als alte Studentin und werde jetzt mal meinen Rucksack packen. Ich habe erstmal einen dicken Mittagsschlaf eingelegt. Ich werde jetzt einen Curry machen. Ich habe das erste Skript gekauft. Guten Morgen. Ich habe mich jetzt in meine Laufklamotten geschmissen und ich werde jetzt einen kleinen Morning Run machen. Ich war hier noch gar nicht rennen, aber es gibt hier mega viele schöne Laufstrecken und da das eh draußen alles sehr beleuchtet ist, denke ich mal, dass es auch okay ist, dass es noch so dunkel draußen ist. Und ja, ich renne jetzt mal los. Ich bin wieder da. Es war richtig cool. Also, ich kann einfach morgens um 5 laufen, wie geil ist. Ich habe mich noch gar nicht so an das Leben in der Großstadt gewöhnt. Aber ich mache mich jetzt mal fertig, geduschen und so. Und dann starten wir in den Tag. Ja, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist mein allererster Unitag. Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin super gespannt, was da kommt, was passiert, wie die Vorlesungen sind. Und ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich meine Kamera kaputt gemacht habe. Ja. Keine Ahnung, irgendwie funktioniert das gerade nicht. Also die... Nein, 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 bitte nicht. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Ruhe. Dann kann sie sich ein bisschen akklimatisieren und dann darf sie auch gerne wieder funktionieren. Ja, auf jeden Fall bin ich ein bisschen aufgeregt. Vielleicht habe ich deswegen, ich habe so schlecht geschlafen. Also es war unglaublich. Ich konnte eigentlich ganz gut einschlafen. Dann bin ich aber aufgewacht und war so, ja, okay, warten wir mal auf den Wecker. Und irgendwann habe ich dann so gewartet und gewartet. Ich schwinge mich nebenbei mal ein bisschen. Ich muss mich nämlich jetzt gleich, ja, ich muss mich jetzt auch so lange fertig machen. Ja, und es passierte halt nichts und dann gucke ich so auf die Uhr. Es war, keine Ahnung, 1:30, 2:15. Und ich dachte mir so, hä, warum bin ich jetzt wach? Und dann konnte ich real talk nicht mehr schlafen. Also ich war dann so von 2:15 bis 5 einfach wach. Ich lag dann die ganze Zeit mit den Augen zu, habe dann noch ein bisschen gelesen, aber ich konnte einfach absolut nicht mehr schlafen. Es war ganz weird. Und so schlimm war ich das irgendwie auch noch nie. Also keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach wirklich so aufgeregt oder ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe mich auch noch nicht so ganz daran gewöhnt, dass es hier halt so hell ist. Die Straßenbeleuchtung ist die ganze Nacht an und meine Gardinen, die dunkeln zwar ab, aber jetzt halt auch nicht komplett. Und deswegen ist es hier halt super hell im Zimmer. Ich weiß nicht, ob ich mir mal so eine Schlafmaske oder so holen muss. Und es ist natürlich auch viel lauter als bei mir zu Hause. Also vielleicht muss ich mich an diese ganzen neuen Umstände noch ein bisschen gewöhnen. Und dann schlafe ich bestimmt auch besser. Aber ja, das war crazy heute Nacht. Und dann war ich laufen. Das war ganz cool. Also dass man hier einfach auch so gefühlt mitten in der Nacht laufen kann. Weil es einfach scheißegal ist. Es ist alles beleuchtet. Genau, also ich habe heute die ersten 3 Vorlesungen. Ich muss jetzt gleich zur Uni, da gibt es so eine Begrüßungsveranstaltung quasi. Und ich glaube, ich fahre mit dem Fahrrad und muss gleich mal meinen Rucksack packen. Und dann habe ich eine Vorlesung, die ist aber online, das heißt, ich komme dann wieder nach Hause. Und dann habe ich noch eine Vorlesung am Nachmittag, die ist in Präsenz, da werde ich nochmal zur Uni fahren. Und heute Abend habe ich dann noch eine Vorlesung, die wieder online ist. Also bin ich heute die ganze Zeit am Hin- und Herfahren. Ja, ich habe mir gestern noch die Augenbrauen gefärbt, damit die jetzt frisch sind, und habe mir eben gerade noch die Fingernägel lackiert. Ich hatte mal wieder richtig Bock auf Nagellack, ich habe super lange keinen mehr getragen. Und meine Nägel sind auch ganz kurz, aber ich mag das super gerne. Und muss gleich mal schauen, was ich noch an Ringen habe. Ich habe richtig Lust, mir neuen Schmuck zu kaufen. Ich habe nämlich irgendwie, ja, nicht so viel und trage immer nur das Gleiche und hätte Bock auf so ein paar Ringe, ein
paar mehr Ketten und so. Aber ich mache mir jetzt erstmal fertig und schaue gleich nochmal, was meine Kamera macht. I'm so scared. Und dann werde ich mir Frühstück machen. Ich habe auch schon richtig Hunger. Und dann geht's zur Uni. Ja, Freund. So, ich mache mir jetzt erstmal Porridge. Für mich gibt es heute diesen hier. Das ist so ein Beerenporridge. Da mache ich da, glaube ich, Banane rein. Vielleicht noch ein bisschen Apfel oben drauf. Und ich habe noch Apfelmark mit Mango. Und genau, das mache ich jetzt mal warm. Das ist jetzt mein Frühstück. Ich habe hier einmal einen Coffee. Und dann, wie gesagt, Porridge. Dazu Apfel-Mango-Mark. Und jetzt habe ich da Apfel, Banane, Mandeln, eine Trockenpflaume drauf und Leinsamen noch. Genau. Und jetzt frühstücke ich erstmal. So, ich bin jetzt fertig mit Frühstücken. Habe ich jetzt nochmal fertig gemacht, mich angezogen, meine Brille aufgesetzt als alte Studentin. Und werde jetzt mal meinen Rucksack packen. Ich fahre nämlich mit dem Fahrrad, deswegen muss ich einen Rucksack mitnehmen. Also, ich werde mein iPad mitnehmen. Gerade voll konzentriert was gelesen. Ich suche, wo zur Hölle ist denn hier? Okay, das ist voll auf jeden Fall. Mein iPad nehme ich mit. Dann nehme ich noch mal einen Kalender mit. Da steht jetzt gerade mein Handy drauf. Meine Kamera. Ich möchte es gar nicht sagen. Alter, wenn die jetzt kaputt ist, ich fange an zu flähen. Mein Brillenetui nehme ich mit. Dann muss ich noch meine Federtasche packen. Ich brauche unbedingt eine neue Federtasche. Ich habe nur so eine hässliche Türkise. Aber gut, die wird für heute dann auch reichen. Und ja, ich bin so gespannt, wie das wird. Also das ist gleich erstmal nur so ein Welcome-Meeting, heißt das. Ich denke mal, dann, keine Ahnung, erzählen die noch ein bisschen was zum Studium oder das ist, um sich nochmal kennenzulernen oder so. Und danach muss ich dann schnell nach Hause radeln, weil ich dann eine Vorlesung habe. So, ich nehme noch einen Blog mit, die wie gesagt online ist. Und ja, ich bin super gespannt. Ich hoffe, dass meine Kamera funktioniert. Oh ja, was zu trinken brauche ich auch. Und die Sonne scheint. Vielleicht nehme ich auch einfach eine Sonnenbrille mit. Yes! Und ich brauche eine FFP2-Maske. Das kontrollieren hier richtig streng. Das ist echt krass in Österreich. Aber ist ja auch gut. Wir wollen die Sache jetzt ja auch bald loswerden. Und ich schaue gleich mal, welche Schuhe ich anziehe. Ich ziehe mir noch eine Jacke über. Und dann werde ich hier losradeln. Ich fahre so mit dem Fahrrad 20 Minuten zur Uni. Das ist eigentlich echt cool. Und ja, falls meine Kamera nachher immer noch nicht funktioniert, ich hoffe ja, dass sich das einfach von alleine klärt, fahre ich hier, glaube ich, einfach mal in so ein Fachgeschäft. Aber ich würde mir wünschen, dass sie das von alleine hinkriegt. Ja, also, ich packe jetzt zusammen und dann radel ich los. Leute, ich bin wieder auf dem Weg zur Uni. Ich habe gerade erstmal einen dicken Mittagsschlaf eingelegt. Ich hatte eigentlich auch echt Hunger. Habe jetzt eben nur so ein bisschen gesnackt, aber ich musste schlafen. Während der Vorlesung eben bin ich teilweise einfach schon so ein bisschen weggenickt. Deswegen habe ich mich gerade eben nochmal hingelegt. Habe, glaube ich, so 40 Minuten schlafen können. Das war schon mal ganz gut. Der Schlaf fehlt mir heute Nacht. Aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier zur Uni, habe jetzt noch eine Vorlesung. Und werde dann gleich in der Bahn noch ein bisschen was essen. Ich habe meinen Riegel mitgenommen. Und ja, das Wetter ist echt gut. Es ist mega warm. Ich habe jetzt noch zwar, lol, ich habe zwar einen Pulli an, den könnte ich aber auch gut ausziehen. Und ich bin gespannt. Jetzt habe ich gleich Statistikvorlesung. Die soll nicht so ganz ohne sein. Thank you.
bin gleich wieder zu Hause und ich habe schon Hunger. Ich werde mir nämlich gleich noch was kochen. Und dann habe ich heute Abend noch richtig spät eine Vorlesung, ganz weird, von 7 bis 8:30. Also wirklich spät. Ich werde jetzt einen Curry machen, da habe ich richtig Bock, das habe ich super lange nicht mehr gemacht. Ich hau da einfach alles rein, was ich jetzt nicht so habe. Hier ist noch Tofu. Das Curry ist jetzt fertig. Also ich habe das mit Naturreis gemacht. Dann haben wir da Tofu, Stimme versagt, Tofu drin, Karotte und Champignons. Und ich mache jetzt noch Erdnüsse rein und dann werde ich gleich mal essen. So, dann probieren wir das doch mal. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und es riecht auch sehr gut. Ist lecker. Ich hatte richtig lange kein Curry mehr. Ich finde Curry so lecker. Sehr gut, ich finde es mit Erdnüssen oder ich liebe es mit Erdnüssen zu kochen. Ich finde es so geil. Und dann wollte ich euch nochmal zeigen. Also erstmal, wir haben so ein Ding bekommen, sind irgendwie Gutscheine drin. Nimmt mal mit. Dann gab es heute kostenlose Äpfel, das lassen wir natürlich nicht entgehen. Regionale Äpfel und die fühlen sich auch echt gut an. Ich finde Äpfel finde ich richtig geil. Und ich habe das erste Skript gekauft. Sieht das nicht cool aus? Das ist jetzt Grundzüge der Statistik. Und da sollen wir uns heute tatsächlich auch schon was dran angucken. Ich finde, das sieht so fancy aus. Ja, ich habe jetzt mein erstes Skript. Ich bin jetzt offiziell Studentin. Ich habe mir jetzt gerade mal einen Stundenplan erstellt. Das sind die Vorlesungen, die ich habe. Ja, auf jeden Fall werde ich den hier gleich in meinen Kalender einkleben. Dann habe ich da eine gute Übersicht. Und habe mir noch einen Tee gemacht. Die Vorlesung beginnt gleich. Und bevor das losgeht, werde ich mir nochmal das Skript angucken. Das sollen wir nämlich bis morgen machen. Und ich schaue da gleich mal rein. Ich bin gespannt. Statistik. Ich weiß es nicht. Kann ich das? Kann ich es nicht? Yes. Also das werde ich jetzt machen und dann beginnt gleich die Vorlesung. Oder auch klassisches Repetier, also der hat das als Repetierfaktor. Ach, meine letzte Vorlesung für den Tag ist jetzt auch vorbei. Ich bin richtig fertig, es ist super anstrengend. Ich habe mich ja so lange nicht mehr angestrengt und konzentriert, also so in dem Sinne. Und ich werde mich jetzt nur noch fertig machen und dann ins Bett gehen, will ich ganz ehrlich sein. Und genau, das war jetzt mein allererster Unitag. Richtig aufregend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das war spannend, mich da ein bisschen zu verfolgen. Für mich war es auf jeden Fall spannend. Und ich freue mich jetzt auf das Studium, auf das Semester. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Habt noch einen schönen Tag und ein dickes Küsschen.